In diesem Video wollen wir uns die Thule Chariot 2 Sitzerwagen genauer anschauen. Wir haben hier zwei unterschiedliche Modelle. Einmal, das ist ein Chariot Cougar 2 aus dem Jahr 2013 und dann noch haben wir das aktuelle Modell, das ist der Cab aus dem Jahre 2017. Beides Zweieranhänger. Und man muss auch sagen, es sind auch beides Anhänger unterschiedlicher Kategorie. Das heißt, wir haben einmal den Cab, den ihr hier sehen könnt. Der hat ein sehr großes Heck, weil er in extra Kofferraum ist. Der ist einfach größer gebaut. Und dann noch haben wir auch den Cougar 2. Der hat ein kleineres Heck, ein bisschen sportlicher mit einem kleinen Kofferraum. Aber generell wollen wir mal schauen, was hat sich denn verändert vielleicht bei diesem Generationswechsel von den Herstellern Chariot hin zu Thule. Wir schauen uns erstmal den 2012er näher an. Wir sehen hier deutlich, hier ist wesentlich mehr Aluminium direkt verbaut. Es ist ein bisschen mehr Details mit Farbwechsel im Design. Es sind ansteckbare Räder vorne, die man hier durch so einen Knopf löst. Also das heißt, wenn ich hier hochgehe, fallen die nach unten und jetzt kann ich die umdrehen und verkehrt rum hier wieder reinstellen, wenn ich das als Buggy nehme. Und dann kann ich die genauso arretieren. Ich habe dann hier weiterhin eine Halterung für die Fahrraddeichsel. Die Räder kann ich direkt rausnehmen, indem ich hier drauf drücke und dann ziehe ich die ab. Was hier schon Sonderzubehör ist, ist einfach zum Beispiel das Buggy-Set, damit ich das als Kinderwagen nehmen kann und das Fahrradset ist teilweise nicht immer dabei gewesen damals noch. Ansonsten ist es hier so, dass ich hinten einen Reflektor habe beim Fahrradset mit dran, die sind hier festgeschraubt. Und die sind an den Kofferraum und der ist relativ klein, kann man hier sehen. Und den kann ich aber auch zum Beispiel hochklappen, wenn es noch kleiner sein muss. Also es gibt hier die Möglichkeit, dass ich hier dran das öffne und dann nach oben klappe und somit habe ich eine schöne flache Bereich. Wie bremse ich diesen Wagen? Das sieht man hier. Hier unten ist eine Bremse, da würde ich mit dem Fuß dann drauf gehen und dann würde der halten und da gibt es so ein Standardding, das hat sich hier ein bisschen leider mal reingespießt und deswegen ist es kaputt. Ansonsten ist hier auch mit einer Flagge mit dabei, damit man von Fahrzeugen gesehen wird und dann schauen wir uns mal den vorderen Bereich an. Tut mir leid, kam gerade ein Zug. Ihr seht hier ein bisschen, ich habe den gereinigt, deswegen ist das hier unten ein bisschen verfärbt von dem Wasser noch. Ansonsten habt ihr hier Gurte, die auch ein 5-Gurt-System haben. Das heißt, ich kann hier auch wirklich diese Beckengurte drumherum machen, aber es ist alles wesentlich manueller. Das heißt, ich muss da mehr anfassen und mehr Schnallen schließen. Insgesamt im Prinzip eine Schnalle hier im Schritt und eine Schnalle dann nochmal extra um den Beckengurt sozusagen. Ansonsten kann ich das hier rausnehmen und einzeln waschen und ich habe hier zwei kleinere Fächer. Zum Verschluss noch zu guter Letzt. Den ziehe ich einfach runter und dann habe ich hier unten im Bereich so, habe ich hier zwei solche kleinen Gummiteile und die würde ich jetzt hier im vorderen Bereich überspannen und unten einklipsen. Mit einer Hand ist das immer schwer, aber ihr könnt euch das vorstellen und dann müsste ich nach oben schauen, dass ich das richtig dicht mache und so sehe das Ganze dann im Verdeck aus. Ihr seht sofort, es ist sozusagen permanent möglich, jetzt vor Regen geschützt zu sein, beziehungsweise es gibt da auch noch ein großes Raincover, aber ansonsten hätte ich jetzt hier die Möglichkeit anhand dieser rechts und links verlaufenden Reißverschlüsse das Ganze hochzumachen und für den Sommer sozusagen nur einen Insektenschutz zu haben. Ein kleines Detail im Innenraum ist ebenfalls noch, dass ich hier an der Seite die Möglichkeit habe, das abzumachen, hier auch immer Insektenschutz und somit eine zusätzliche Belüftung im Sommer habe. Das ist auch noch mit eine Sache, die für den 2013er steht. Ansonsten war es das im Prinzip. Der Mechanismus zum Einklappen, den schauen wir uns jetzt gleich nochmal an. Einklappmechanismus sehen wir hier. Ich müsste sozusagen dieses Teil rausziehen auf beiden Seiten und dann kann ich das nach vorne einklappen und relativ flach machen. Was nicht einklappbar ist, sondern was ich abstecken muss, ist dieser obere Griff.
Da gibt es hier so ein kleines Teil zum Reindrücken und dann kann ich den komplett rausziehen und würde den bei Transport mit vorne hineinlegen. Generell ist der Kinderwagen so gedacht, das war schon immer im Prinzip die Lösung, dass man sozusagen alles Zubehör, was man absteckt, also Räder, die Buggy-Räder, den Halter und so hier reinlegt und dann zumacht. Jetzt schauen wir uns das neue 2017er Modell an.